Und heute eine müde von Qama. Die Qama M80 Touch Plus. Und gleichzeitig sprechen wir über die M80e und über die anderen Modelle, die es hier mit 80 und E und anderen Bedienaufbauten noch gibt. All das in diesem Video. Klebt relativ stark dran. Wir haben viele unterschiedliche Espressomühlen die letzten Wochen getestet, haben über sie geschrieben, haben Videos aufgezeichnet. Es gibt eine Playlist, da sind jetzt schon allerhand drin. Es gibt einen Blogartikel, der zeigt alle 24 Mühlen, die wir getestet haben und noch testen werden. All das findet ihr unten verlinkt. Und heute gehen wir mal zu einer ganz anderen Marke, einer Marke, die wir noch nicht angeschaut haben, nämlich Qama. Heißen die so? Ja, Spricht man das auch so aus? also so, ich gehe davon aus, ja. In jedem Fall haben wir gedacht, eine Mühle vom Hause, aus dem Hause Qama, soll auch dabei sein. Sie taucht auch immer mal wieder in unterschiedlichen Varianten in Kursen auf, Michel. Genau, das war wirklich der Hauptpunkt. Wir erleben sie wirklich in Kursen und meistens mit diesem runden Behälter obendrauf und auch so ältere Modelle, wobei ich bei ein bisschen Recherche online rausgefunden, dass die alle fast gleich oder ähnlich aufgebaut sind. Und das war der Grund für uns zu sagen, hey, eine muss in den Test. Wir haben uns sicher die teuerste mitgenommen oder eine der Ich glaube, weil teuersten. die einfach unser lieber Kollege von Genau. rohkaffeemaschinen.ch, der Viktor, liefern Ja, konnte. genau. Und die musste jetzt einfach, die musste rein, die musste getestet werden, dass wir einfach auch ein Bild von der Mühle haben. Genau. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich ein bisschen falsch an der Stelle. Wir haben ja so eine Preisgruppe aufgemacht und die Preisgruppe haben wir dann im Nachhinein gemerkt, haben wir eigentlich 500 bis 550 Euro eröffnet und da sind noch ein paar andere Mühlen drin. Die fällt eigentlich raus. Die Modelle, die mit anderen Aufbauten, aber es gibt nämlich einmal das Modell 80e. Ja. Das ist eben das mit diesem Trichter. Das zum Beispiel ist in genau dieser Preisrange. Und das Innenleben der Mühlen scheint auch gleich zu sein. Ja, laut Beschrieb und das, was Qama auf der Homepage auch sagt, das zeigt, dass es das Innenleben das gleiche ist. Es haben alles dieses 63 mm Scheibenmalwerk drin, also flachparallele Mahlscheiben. Und das Einzige ist dieser Aufbau. Es gibt ja dieses Modell auch mit als Touch, was so wie ein Touch aussieht, aber halt einfach so Tasten hat und zum, also eigentlich keine Tasten, sondern es ist ein Touch, aber es ist nicht so ein Touch. Genau, und das ist nochmal, das ist quasi das Plus-Modell, nämlich nochmal mit dem größeren Bedienfeld und hier eben das teuerste. Und wir haben das aber getestet, dass ihr es wisst, und gehen aber davon aus, dass die anderen ganz ähnlich funktionieren, weil der sonstige Aufbau der gleiche ist. Darüber sprechen wir in diesem Video und gehen jetzt gleich wieder durch unsere Parameter. Wenn ihr erfahren wollt, was wir alles testen, auch das ist in diesem Blogartikel. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert super gerne den Kanal, würde uns sehr freuen. Und es gibt eine neue Funktion bei YouTube. Wir sind da jetzt freigeschaltet worden. Es gibt jetzt so ein Super Thanks. Also ihr könnt da Danke sagen. Da könnt ihr einen kleinen Beitrag uns spenden. Einfach mal gesagt, es gibt es als Option. Und das würden wir auch nutzen für unsere Anschaffungskasse für neue Mühlen und eben dann vor allem auch für die Dual Boiler Serie, die wir dann irgendwann auch mal starten Ja, da wollen. freue ich mich ganz besonders drauf. Ich darf wieder Also shoppen. freut uns super, wenn ihr das mal ausprobiert und ansonsten, wenn ihr das Video liked. Und jeder Kommentar hilft uns tatsächlich auch in den Algorithmen ein bisschen nach vorne zu gehen. Also sehr, sehr gerne. Doch jetzt lasst uns mal reingehen in die Mühlenwelt. Michel, was ist das für eine Mühle? Was sind so die äußeren Daten? Was gibt es da zu sagen? Also, das ist schon ein ordentlicher Brummer. Wir haben ein Gewicht von 12 Kilo. Also, das Ding ist, da ist wirklich was dran. Wir haben eine Höhe von sage und schreibe 56 cm. Das noch ein bisschen ergänzend. Es gibt auch kleinere Hopper, die das Ganze ein bisschen verkleinern würden. Wir sind bei einer Breite von 17,5 cm und einer Tiefe von 29 cm. Wir haben hier jetzt bei der Plus-Version dieses Touch-Display in der Mitte, eben bei der normalen Touch-Version ist dann, gibt es diese drei Tasten zum Aussuchen und oben die Zeit, die es anzeigt. Oder die anderen Versionen, die M80e mit dem Zentriertrichter, den wir von Mazda kennen oder vorletzte Woche dann auch bei der Rocket kennengelernt haben, mit der Bedienung obendrauf. Das ist so die Funktionsweise. Sicher dieses Hands-Free Siebträgerhalterung. Das ist so was, wo ich so denke, okay, gut, das testen wir nachher mal. Ja, also das meint im Prinzip, es gibt eine Siebträgerhalterung. Die einfach hinlegen und Knopf drücken, das, ja, probieren wir.
Ist jetzt schön, dass es dafür schon auch wieder eine Marketingbezeichnung gibt und die heißt dann Handsfree. Mische, diese Mühle, die sieht aus wie eine kleine Gastromühle. Ja. Also, und auch das Gewicht sieht eigentlich so aus. Und als du eben da diesen oberen Mahlscheibenbereich ausgeschraubt hast, hatte ich das Gefühl, ja, meine Güte, das wiegt aber einiges. Da ist schon richtig viel Material verbaut worden, ja, oder? Ja, das muss man wirklich sagen. Also auch die Mahlzeit, wir können schon mal die ersten Zahlen liefern. Wir sind beim klassischen Espresso-Rezept irgendwo 18 Gramm, was wir verwenden, mit einer Extraktionszeit von 45 Sekunden, Getränkeverhältnis 1 zu 2,5, also 45 Gramm out. Das sagt ein bisschen, wie der Mahlgrad ist, einfach zur Einordnung der Geschwindigkeit. Sind wir bei unter 6 Sekunden. Ja. Und das ist halt, das ist richtig schnell. Das ist richtig schnell. Also wenn ich mir anschaue, was wir für Gastronomiemühlen haben, auch im Betrieb, dann ist das schneller als viele Gastronomiemühlen. Ja. Das ist zum Beispiel auch schneller als die Mythos One. Einfach um das hier mal gesagt zu haben. Ja, okay, aber die Mythos One ist im Vergleich zu einer Gastromühle einfach langsam. Ja, Schnappnase. Ja. Also. Hast recht, aber trotzdem würde die sich als Gastronomiemühle verstehen. Das heißt, die ist so schnell wie schnelle Gastronomiemühlen. Ja, ja. Und sie ist so solide, so robust, so hochwertig gestaltet, so schwergängig an verschiedenen Stellen auch. Das ist sicherlich etwas, über das wir sprechen müssen. Ja, und sie wirkt einfach so ein bisschen überholt. Also so von anderen. So. Also überholt von der Zeit und von anderen Mühlen. Denn so wie diese Mühle sind dann doch die Macabs, die Mazzas, die Quamas, seit wir mit Kaffee zu tun haben. Ja, wirklich. Auch das Innenleben erinnert mich mega krass an Mazza und Macab. Es ist so die gleiche Systematik. Es hat dieses feine Gewinde hier, wo man den oberen Teil einmal reinschraubt und eigentlich durch diese Deckelbewegung bei der Mazza hinten mit so einem Rädchen gelöst, die Macab hinten mit dem Rädchen gelöst, die Mazza mit so Stiften, sehr schwergängig meistens. Benjamin verdreht schon die Augen. Hier geht's ein bisschen besser, solange dieses Gewinde sauber ist. Da können wir auch noch da. Also ja, eben. Nein, lass uns gerade reingehen. Solange das Gewinde sauber ist, das ist eben eine Herausforderung und das ist ja das, wir sind ja beim Äußeren noch. Man kann die Mühle aufmachen. Das geht einfach. Ja, man kann die Mühle auch relativ gut putzen. Also du hast heute schon 5-mal gemacht, ich habe es gesehen. So, falls ihr die Mühle mal auseinandernehmen müsstet, weil sie irgendwie blockiert oder was auch immer, oder ihr möchtet sie nicht nur mit Pulver reinigen, sondern wirklich mal auseinandernehmen, dann könnt ihr hier ganz nach unten drücken und dann einmal so grob stellen, bis es rauskommt. Wie wir schon gesagt haben, es ist einfacher, sie rauszunehmen, anstatt dann wieder reinzumachen. Also hier einmal einfach komplett aufdrehen, das ist nur ein Gewinde. So, und dann seht ihr auch schon, sind wir im Inneren der Mühle. Hier bleiben auch noch Rückstände drin, so ein bisschen oben an der Mühle dran. Und der hier nicht erschrecken, der fällt dann einfach einmal weg, den können wir wegmachen. So, dann könnt ihr das hier auch ein bisschen aufsaugen. Oder auch mit einem Pinsel dann noch runterpinseln. Ihr seht, es klebt relativ stark dran. So. So, und was dann ganz wichtig ist, ihr seht hier, seht ihr das wunderbar, ihr seht dieses feine Gewinde, das müsst ihr wirklich richtig sauber machen mit einem Lappen oder sowas, wenn ihr das wieder zusammenschrauben möchtet, reicht bereits dieses bisschen an Partikel, dass ihr das dann nicht reinschrauben könnt. Für alle, die aus der Gastronomie kommen und noch die alten Mahlkönig und Ditting Mühlen, diese runden, großen verwenden. Die haben genau das gleiche, die haben auch so ein extrem feines Gewinde, um es reinzuschrauben. So, dann habt ihr hier das Gegenstück. Ihr seht auch hier wieder ordentlich was an Kaffee, das drauf ist. Das kann man einmal auch wegpinseln. Auch hier diese Einschnitte, die kann man sauber machen. Mal so rausholen und dann kann man es auch ein bisschen absaugen. So, und hier wirklich das Gleiche. Extrem wichtig, dass ihr diesen Rand, der hier dran ist, dass ihr den einmal
mit einem Lappen richtig sauber macht, bevor ihr es wieder reindreht, weil sonst dreht ihr euch wirklich, ihr kriegt es nicht rein, es blockiert komplett. So, jetzt machen wir das wieder rein. Es ist so, wir haben ja die Mühle komplett getestet. Also wir haben ja die Mühle auseinandergebaut und auch Totraum und so gemessen. Und der liebe Gonzalo kam dann so zu mir und hat so gesagt, hey, ich krieg sie nicht mehr feiner. Und das, was rauskam, war, ich würde es mal sagen, massiv gröber als Polenta, also so gröber als geschrotet. Und dann haben wir sie auseinandergebaut und man muss dann wirklich dieses Gewinde am Rand so sauber putzen, wirklich mit einem Lappen alles wegputzen, dass da keine Kaffeekrümel mehr drin ist, weil je mehr das zusammenschraubt, desto mehr verstaut sich das in dem Gewinde, weil das so fein ist und irgendwann blockiert das einfach und dann geht es nicht mehr feiner. Das heißt, auch wenn ihr sie putzt, mega einfach auseinanderzubauen. Ich würde hier kein Grind verwenden, weil das so simpel geht. Putzt aber immer dieses Gewinde so sauber, dass wirklich fast kein gemahlener Kaffee mehr drin ist, weil ihr kriegt sie nicht mehr zusammen. Ihr kriegt sie nicht mehr zusammen. Also es fühlt sich, dieses Zusammenschrauben fühlt sich so ein bisschen so an, wie wenn man mit Pferdehaar eine Wasserleitung verdichtet. Also dann eben bis zum Ansatz zuziehen und so passiert es hier eben auch. Nur ist das Pferdehaar jetzt hier an der Stelle gemahlener Kaffee und das ist echt eine Problematik. Also man muss das wirklich sauber machen, um das reinzudrehen. Also so funktionieren viele Mühlen tatsächlich. Die Frage ist nur, wie oft muss man sie leer machen? Und du musstest sie öfters leer machen, weil wir auch einem großen Totraum begegnet sind. Und für bestimmte Tests mussten wir sie eben leer machen, leer malen, wir mussten den Totraum checken und haben sie dafür oft auf und zugemacht. Und wenn ihr sie reinigen wollt, also wenn ihr sie richtig reinigen wollt, dann müsst ihr das auch machen. Und ihr müsst sie öfters mal reinigen, weil, falls euch der Kaffee ausgeht, könnt ihr immer noch gucken, ob ihr welchen in der Mühle habt. Denn da haben wir einen Vorratslager. Da haben wir einen Vorratslager von knapp 11 Gramm. Wir sind bei 10,9 Gramm Totraum. Also einen Not-Single-Shot haben wir immer noch in der Mühle. Ja, ist nur die Frage, wie alt das der ist. Ja, genau. Und im Gegensatz vor allem zu den moderneren Mühlen ist dieser Abstand zwischen, also erstens die Mahlscheiben in der Mitte und dann hat man gefühlt 1 Kilometer Abstand zum Rand. Das macht diesen riesigen Ton. Konkret wie viel Zentimeter? Einen, zwei, so gefühlt. Gefühlt viel. Gefühlt viel. Also, ihr könnt es auch anders lesen oder sehen. Du kannst es nicht genau sagen, wie viel Zentimeter, aber es ist da Platz für 11 Gramm Kaffee. Also 11 Gramm, ihr wisst, was in den Siebträger reinpasst, da ist da noch der Platz da drin. Plus ist dieser Weg zum Ausguss, wo es dann nach vorne geht, wirklich mega tief. Das heißt, da steckt auch nochmal Kaffee und da kommen wir gerade zu der Single-Dose-Thematik. Das geht halt nicht, weil da bleibt viel Kaffee drin. Da bleibt also einfach viel Kaffee drin, der irgendwo dann unterwegs stecken bleibt. Das heißt, wenn die Mühle, sie malt nicht leer, wenn ihr sie mehr leer malt, was wir gemacht haben, beziehungsweise wir haben sie ausgesaugt und wenn wir dann Kaffee eingeben, dann bleiben eben tatsächlich erstmal 11 Gramm auch irgendwo liegen, während andere Mühlen bei unserem Single-Dosing-Test eben dann diesen Totraum dann doch wieder abgegeben haben, bleibt es hier effektiv in dieser Menge drin und das heißt, wir haben hier ganz deutlich das Problem, wir können nicht 18 Gramm reingeben, die kommen nicht wieder raus, wenn die Mühle leer ist, sondern, wobei die Mühle ja nie leer ist, da bleibt ja immer dieser Rückstand, das heißt, es kommen eigentlich jedes Mal schon 18 Gramm raus und das ist eben interessant, die Mühle ist konstant. Ja. Sie gibt uns die 18 Gramm. Sie gibt uns 18,2. Aber bei der Dosierung, das ist super. Das ist im Prinzip super. Nur müsst ihr dann natürlich jedes Mal bedenken, dass 11 Gramm davon wirklich, ungelogen, Totraum sind. Ja. Und die kommen jedes Mal mit raus. Aber wunderbar konstant. Also die 11 Gramm kommen mit raus. Vielleicht bleibt doch ein bisschen was liegen. Vielleicht tauscht sich nicht alles jedes Mal komplett aus. Das ist noch eine andere Geschichte, die man anschauen kann. Wie viel davon bleibt dauerhafter. Aber es ist jetzt nicht so viel Kaffee in irgendwelchen Ritzen, die sich nicht jedes Mal austauschen, sondern es ist ja wirklich in diesem Umraum und auf dem Weg zum Schacht. Genau. Und ich find eben diesen Bereich in diesem Umraum, wo so viel noch drin ist, das finde ich so, das ist so perplex, weil ich das von moderneren Mühlen jetzt kennengelernt habe, dass die wirklich, wie das diese Kammer wird leer gemalt durch die Umdrehung, was ja auch Sinn macht, der Auftrag, aber das ist irgendwie so,
Nee. Also deswegen Single-Dosing-Performance problematisch, Konstanz der Mühle an sich gut, wobei immer zu bedenken ist, dass viel alter Kaffee noch vorhanden ist. Das heißt, wenn ihr die Mühle verwendet, dann solltet ihr immer eine Portion effektiv oder 11 Gramm ausmalen. Vor allem, wenn der letzte Kaffee am Vortag gemahlen wurde. Wenn ihr gerade schon am Morgen ein, zwei Espressi gemacht habt, dann macht das natürlich nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn der Kaffee schon länger vorgemahlen da drin rumliegt, macht das wirklich nicht so viel Spaß. Wo sie super performt oder super, sehr irgendwie gut performt, ist die Konstanz. Wenn wir einmal 18 Gramm eingestellt haben, da hat sie wirklich wenig Schwankungen. Da kommt mal 18,1, dann kommt, es war von den 10 Versuchen, war eine mal bei 18,5. Ja. Und der Rest war dann so 18,1, 18,2, 18,4, so in dem Bereich. Ich würde sie voll in einem gastronomischen Einsatz sehen. Ja, dann so. Wenn es läuft und dann, ja, wenn es performt. Wobei natürlich die Sensorik da auch nochmal eine Rolle spielt und die sollten wir uns unbedingt auch noch anschauen. Michel, temperaturtechnisch haben wir hier jetzt wirklich den schönen Effekt von größeren Mahlscheiben, ja, den wir öfters haben. Sie wird nicht wirklich heiß, ja, sondern sie bleibt bei... Sie bleibt bei etwas mehr als 30 Grad über diese 5 Malungen, die wir gemacht haben. Jetzt kann man da aber noch was ergänzen. Dann mach das doch mal. Ja, wenn halt 11 Gramm von diesen 18, die wir dann testen, immer schon von der vorherigen Malung waren. Dann sind die natürlich abgekühlt. Es heizt sich aber wirklich nicht. Also es ist große Mahlscheiben, das hilft auf jeden Fall. Ich glaube, das hat unterstützt, das hat geholfen. Muss man ein bisschen in Relation sehen, aber sie wird, was wir pauschal sagen, sie wird nicht heiß bei normalen Bezügen, außer ihr habt einen Bahnhofscafé und braucht 100 Kilo Kaffee am Tag. Das ist ein bisschen viel, also sagen wir 10 Kilo Kaffee am Tag. 100 Kilo. Sag doch mal vielleicht ganz kurz zur Einordnung, was macht so ein Kaffee? Wie viel Kaffee braucht ein Kaffee mit 60 Sitzplätzen? Vielleicht interessiert das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also, ich bin der Meinung, wenn ein Kaffee mehr als ein Kilo am Tag braucht, dann ist es schon sehr gut, dann läuft was. Wenn es 2 Kilo am Tag sind, dann ist es schon richtig gut, weil da sind wir, wenn man das hochrechnet, bei 700 Kilo pro Jahr. Als ich noch Außendienstmitarbeiter war von einer Kaffeerösterei, habe ich mir Kunden gewünscht, die 700 Kilo gebrauchen. Darum würde ich so sagen, alles, was über 100 Portionen ist, also wenn ihr mal ein eigenes Kaffee plant, 100 Portionen am Tag, das ist viel. Da läuft was. Du teaserst gerade ganz parallel eine kleine Videoserie, die wir ja auch schon länger geplant haben, zum Thema Gastronomie und was da Tipps und Erfahrungen sind. Aber ja, lass uns das verschieben und jetzt noch auf die weiteren Fakten der Mühle gehen. Kommen wir zu der Lautstärke. Ja, und da, wenn ihr einen Kaffee habt, dann guckt vielleicht das... Ja, man muss eh was für Akustik tun in einem Café, weil da reden viele Leute und so weiter. Deswegen sind da so... Akustikdämmplatten sicherlich sinnvoll und auch die Mühle. Ja. So, rät dazu. Es ist halt. Jetzt sag doch erstmal die Zahl. Ja, wir sind bei 89 Dezibel, aber wir sind so bei malenden, akustisch positiv Kaffeemahl klingenden 89 Dezibel. Es ist wirklich interessant, ne? Ja, es gibt dieses 88 und es fühlt sich an wie. Wie Wahnsinn! Und hier ist es so. Es malt Kaffee, man hört, aber es ist nicht so das Kreischende. Also wir hatten ja den krassen Vergleich letzte Woche mit der Sette. Ja, ja. Das ist eine praktisch gleiche Dezibel, aber einfach anders. Ja, eine andere Qualität von Lärm und hier merkt man dann, naja, das ist alles ein bisschen hochwertiger. Letzte Kategorie, bevor wir zum Espresso kommen. Wie viel Platz ist da so zwischen Bohnenbehälter und Mahlscheiben? Ja, da merkt man auch wieder, dass halt der Bereich so erstens... Vielleicht mehr gastronomisch und auf der anderen Seite auch so ein bisschen ältere Philosophie oder in die Jahre gekommen. Wir sind bei 53 Gramm. Also du hast vorher von Reserve gesprochen. Da ist nochmal noch mal 3 Kaffees. Ja, es reicht gerade für knapp 3 Doppelportionen. Super. Michel, ich freue mich auf den Espresso. Lass uns doch zur sensorischen Bewertung gehen. Was für ein Tag. Dieses Grinsen, wenn der Espresso läuft, das können wir auch so uns schnappen. Ja, halt in dem Moment, wo du weißt, wo du über die ersten Tropfen rauskommen, du genau weißt, zack, der sitzt.
Benjamin, gib Kaffee. Ich bin schon in so einer Glücksposition hier, dass ich immer wieder mit dir Espresso trinken darf, ne? Boah, ist das Schleimen vor meinem Urlaub, oder was? Ja, also. Oh, ich hab getropft. War der so lecker, dass du ihn gerade wieder rausgelassen hast. Der ist gut. Der ist richtig gut. Richtig gut. Also besser als der, den du mir eben gemacht hast in der Vorbereitung. Der war noch recht scharf. Und der ist jetzt wirklich sehr balanciert. Ist süß. Schöne Textur, ist jetzt wirklich ein guter Espresso. Das wirkt. Boah. Ja, der vorher war aber auch nicht so perfekt extrahiert. Das muss man wirklich sagen. Richtig guter Espresso. Wirklich cool. Also, super. Also ich meine, wir haben jetzt ganz unterschiedliche Erlebnisse mit der Mühle hinter uns. Und wir kommen heute hier wieder. Wir haben uns total perfekt vorbereitet, das können wir sagen. Denn heute ist ein anderer Tag als der Tag, an dem wir den ersten Teil des Videos gedreht haben. Wir haben uns aber wieder dieselben Hemden angezogen. Michel hat gestern noch gesagt, guck mal, was wir anhatten. Trotzdem machen wir das jetzt hier transparent, ist ja klar. Weil wir haben den ersten Teil des Videos vor jetzt gut 3,5 Wochen gefilmt. Ja. Ja. Und haben jetzt den Espresso. Wir kommen jetzt quasi direkt hier rein und trinken Espresso. Und der erste Teil, müsste ich sagen, war schon ein bisschen. Ja, also wir hatten die Einleitung, haben die Einleitung gedreht, die ihr auch schon gesehen habt, und sind dann optimistisch zum Espresso gegangen und es kam aber keiner. Es kam keiner mehr. Ich weiß bis heute nicht, warum genau. Wir haben ja da einen guten Freund, den lieben Viktor, der uns dann weitergeholfen hat, weil die Mühle halt einfach immer wieder verstopft. Er hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass es ein Flapper-Problem war, dass der Flapper irgendwie nicht ganz so perfekt drin war oder dass sie einfach, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil der Flapper ist wirklich eingeschraubt, also das sollte eigentlich nicht passieren. Und er hat sich die Mühle jetzt nochmal angeguckt, hat einen neuen Flapper bestellt. Mhm. Und den eingebaut? Originalflapper, ganz wichtig, also wir haben nichts abgedatet oder so. Abgedatet, das ist auch so ein Englisch-Schweizer Wort. Und jetzt funktioniert wieder. Erstmal danke an Viktor, mega toll, Mühle läuft wieder, wir können Espresso trinken, wir können wirklich guten Espresso trinken. Prokaffeemaschinen.ch, ja. Glaube ich, ist die Webseite, ist hier in Basel, kleiner lokaler Shop. Guter Mann, vor allem auch für die Gastronomie. Aber jetzt funktioniert die Mühle wieder und während du sie vor 3,5 Wochen eben nicht einstellen konntest, du bist nicht, die hat immer verstopft. Sie hat immer, also ich bin, wenn du feiner gegangen bist, hat sie einfach verstopft. Putzt. Ich glaube, die Mühle habe ich, ich glaube, es gibt keine Mühlentest, die ich so viel auseinandergenommen habe. Und jetzt funktioniert sie aber. Ja. Wir haben jetzt sie einstellen können ohne weiteres. Es gab jetzt auch keine Verstopfung mehr. Nein. Sie war sogar viel zu fein eingestellt von Viktor. Der hatte extra nochmal ausprobiert. Ich musste jetzt massiv gröber gehen, dass es überhaupt was rauskommt. Und alles einwandfrei, alles gut. Und umso schöner, dass wir jetzt hier einen Espresso ziehen, der einfach total auf dem Punkt sitzt. Mhm. Wirklich gut. Richtig, ja. Macht richtig Spaß. Der Raul schielt da auch schon hier rüber. Der will, glaube ich, auch ein Espresso. Wir trinken immer Espresso und Raul muss zugucken. Also wir müssen nachher Raul ein Espresso machen. Jetzt sprechen wir aber kurz mal noch fertig über die Mühle. Partikelverteilung. Ja. Partikelverteilung ist echt gut. Wir messen da immer 3 Messungen, der X50-Wert, das ist so der Mittelwert aller Partikel. Das ist so nur ein Grundindikator, den kann man nicht so stark gewichten. Dann ist sicher der Feinsanteil, der prozentuale Feinsanteil, alle Partikel, die unter 100 Mikron Größe haben und das in Prozent angegeben. Und der Hauptpeak, wie breit ist der? Nämlich 60% dieses Hauptpeaks. Also die Mitte genommen, 30% nach links, 30% nach rechts. Und diese Zahl ist auch in Mikrom angegeben, wie breit ist der. Und ich hab wirklich das Gefühl, wir haben sehr viel Feins. Wir haben 24,4% Feins. Das ist schon ordentlich. Feins. Ja. Ich würde fast sagen, das ist einer der höchsten im Test, so gefühlt. Ich überprüfe das gerne nochmal, aber also es ist auf jeden Fall auf der höheren Seite. So, ne? Und es gibt schon noch einige, die auch nochmal drüber gehen. Ja. Aber das bedeutet einerseits Textur, auf der anderen Seite Gefahr für Bitterkeit? Ja, ich finde es jetzt aber hier überhaupt nicht störend. Nicht wunderbar, gibt schöne Textur oder kann ein Indikator sein, dass es eine schöne Textur gibt. Ist jetzt hier gut. Also, so, ne? Mega lecker. Und dann haben wir einen Peak Breite von 254. Das ist so solides Mittelwert. Ja. Ja. Passt. Also
Die fallen jetzt nicht besonders auf, also sind jetzt nicht gut oder schlecht, Feinsanteil eher auf der höheren Seite. Aber äußert sich jetzt hier im Espresso einfach sehr positiv. Und ich würde sagen, Michel, ein Grund dafür ist auch, wir haben das ja schon besprochen, dass du hier ordentlich ausgemahlen hast vorher, weil wir trinken jetzt hier sicherlich nur frischen Espresso, ne? Ja, das braucht's wirklich. Also dieser Tunnel da drin an Totraum, es ist auch relativ böse. Ich habe es jetzt nochmal gesehen bei Victor vor 3-4 Tagen, wie er sie aufgemacht. Und ich hatte noch das Bild im Kopf der letzten Mühlen, die wir getestet haben. Da ist es ja wirklich so ein Löchlein. Mhm. Und wenn man denn diese, also es ist übertrieben, aber wenn man diesen Tunnel dann ansieht, und dieser Tunnel ist ja nicht nur so breit, sondern auch so tief, ist einfach viel zu viel Totraum. Viel, viel zu viel. Ich könnte sie mir nur in einem Gastrobereich vorstellen, wo wirklich ein bisschen Durchsatz läuft. Für das ist wahrscheinlich eine preisgünstige, also so günstig ist ja nicht, aber eigentlich ein faires Angebot, weil der Kaffee schmeckt. Ja, ich würde sagen, das ist genau der Punkt. Wir sind auch schon mitten im Fazit quasi. Also für wen ist diese Mühle geeignet? Was ist so der Kontext? Und dann würde ich auch sagen, ja, so eine Kleingastronomie, so ein Café, aber vielleicht auch eines, welches Frequenzen hat und ja, wo dann doch regelmäßig ein Espresso gezogen wird. Wenn ihr da nur alle Stunde oder so einen Espresso macht, dann finde ich jetzt persönlich den Totraum zu groß, weil dann das Pulver doch sehr, sehr lange da drin stehen bleibt und stecken bleibt. Und aber ansonsten liefert sie da ab. Sie ist schnell, sie ist konstant. Sie ist sehr konstant, sie ist etwas laut. Ja. Aber... ja, auf jeden Fall. Sie ist ordentlich einstellbar, also es ist nicht ganz so ein Krampf wie bei anderen Maschinen oder Mühlen, die auch ähnlich aussehen. Ja, absolut. Das ist ein bisschen besser zu erreichen, auch den Zielgrad mal gerade wieder. Und sie bleibt auch von der Temperatur her kühl, also sie heizt sich nicht so auf. Und das ist ja wiederum auch ein wichtiger Indikator. Lieber Michel, ich glaube, das ist so das Wesentliche eigentlich zur Quama, und nicht vergessen, es gibt die in verschiedensten Varianten mit Touch und ohne Touch und so weiter. Der Innenaufbau ist im Wesentlichen der gleiche. Hier unterscheiden sich jetzt eigentlich vor allem die Steuerungseinheiten voneinander. Und insofern, so haben wir ja schon eingangs gesagt, haben wir auch die Mühle eingeordnet jetzt in dieser Preisklasse. Eigentlich ausgehend davon, dass es dieses Modell auch ohne die Touch-Funktion in einer anderen Preisklasse schon gibt. Sehr gut. Wir können schon einen Spoiler machen. Wir werden den Gesamttest von den vier Mühlen ein bisschen rausschieben. Wir greifen einmal vor, wir gehen in die nächste Gruppe. Nächste Woche wird voraussichtlich das Fausto-Video kommen, die Fausto 2.1 oder V2, einfach so die überarbeitete Version. Und dann werden wir nach Benjamin und meinem Urlaub noch den Gesamttest auch noch mit Filtermalung machen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Mühlen performen, und dann auch noch die letzten Mühlen dann mit ins Finale nehmen oder in die nächste Runde und gehen dann aber an die letzte Gruppe. Ja. Es ist, und zwar mit großen Schritten. Fast geschafft. So soll es sein, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Es gibt jeden Samstag ein Video, und trotzdem sagen wir jetzt hier schon mal Tschüss und bis die Tage.